Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen auf meinem Kanal Falter Vanlife. Jetzt geht es in die nächsten Etappen Richtung Portugal. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. So, hallo und guten Morgen. Ich bin jetzt in Stockach vom Campingplatz gestartet. Der Campingplatz, muss man wirklich sagen, ist richtig, richtig toll. In dem Preis sind heiße Duschen unbegrenzt drin. Gut, Waschmaschinen und Trockner muss man bezahlen. Chemietoilette kann man direkt am Campingplatz, in dem Gebäude, wo Duschen und Waschmaschinen und so drin sind, auch leeren. Dann gibt es weiter unten auf dem Weg zum Wohnmobilstellplatz noch einen Ver- und Entsorgungsplatz, wo dann auch die Chemietoilette, das Grauwasser abgeladen werden kann und Frischwasser gebunkert werden kann. Wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Frankreich. Ich fahre gerade durchs Hegau und ja, alles weitere dann später. Ich fahre hier gerade durch, ich glaube Freiburg ist das schon. Und ja, gibt es schöne Einblicke. Hier neben fließt direkt die Breisach. So, jetzt geht's gleich über die Grenze nach Frankreich. Hier ist der Rhein und das ist die Grenze. Merkt man nichts von, dass es hier nach Frankreich reingeht. Keine Kontrollen, kein gar nichts. So, jetzt bin ich in Frankreich. Eben über die Grenze gefahren. Wird ziemlich voll jetzt. Oh, da könnte auch sogar ein Stau kommen. Mist. Weil ich komme jetzt in den Berufsverkehr. Wir haben jetzt 11 nach 4 nachmittags. Und ja, das wird dann, ist dann Berufsverkehr. Aber Grenzübertritt, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass man über eine Grenze gefahren ist. Also es wäre auch keine Möglichkeit für irgendwelche Zoll- oder Grenzer zu kontrollieren, weil da war gar kein Haus, kein Nichts, sondern die Autobahn ging einfach durch in der gleichen Breite und mit dem gleichen Belag. Nur die Schilder haben sich kurz geändert, also die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und Hinweisschilder sind dann auf Französisch. Aber das war alles. Also überhaupt nichts von eventuellen möglichen Kontrollen. So, mal gucken, wie weit ich jetzt heute fahre. Hier geht es Richtung Lyon auf der Autobahn, aber wie gesagt ein bisschen voll inzwischen. Was ich gerade gesehen habe, ich bin an einer normalen Raststätte vorbeigekommen und da war sogar angeschlagen, dass diese Raststätte Ver- und Entsorgung für Wohnmobile hat. Also da kann sich Deutschland wirklich mal ein Beispiel dran nehmen, sowas an
an Raststätten einzurichten. Das gibt es ja in der Schweiz, soll es das ja wohl auch häufiger geben. Ich bin mal gespannt, ob das hier noch öfter vorkommt oder ob das nur eine einmalige Sache ist. Ich bin gerade durch die erste Mautstation gefahren, auf der Spur mit dem orangen T. Das ist für dieses Gerät, für dieses Mautgerät, und es hat super funktioniert. Ich bin da langsam durchgefahren, die Schranke ist hinter dem LKW vor mir zugegangen und direkt, es hat gepiepst in dem Gerät, und direkt ist die Schranke wieder aufgegangen, sodass ich also unmittelbar weiterfahren konnte. Also super. Guten Morgen, ich habe hier auf meinem Weg nach Portugal auf einem kleinen Stellplatz in Velar-sur-Usch übernachtet. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Den hatte ich über Park for Night gefunden, ist kostenlos und ist aber schon auch recht voll. Ich denke mal, das sind auch Dauer. Parker, würde ich mal sagen, die da stehen. Ich zeige euch mal den Platz kurz. Zumindest zum Teil. Also hier so stehe ich. Ich habe mich gestern Abend noch an den Rand gestellt hier. Dann stehen die da wohl rundum. Hinten der Wohnwagen ist wohl, sieht fast aus, als wenn er länger steht, da ein Tisch draußen stehen und lauter Sachen daneben stehen, der andere Wohnwagen auch. Dann hängen hier rechts in den Bäumen, zwischen den Bäumen, eine ganz lange Leine mit ganz viel Klamotten, die aber heute Nacht noch mal richtig nass geworden sind, weil es hat ziemlich geregnet. Ich werde jetzt weiterfahren Richtung Spanien. Also ich muss ja sagen, das Autobahnfahren hier in Frankreich ist wesentlich entspannter als in Deutschland. Es wird Zeit, dass Deutschland unbedingt die 130 Höchstgeschwindigkeit bekommt, die ja hier in Frankreich, die es gibt. Ich fahre jetzt schon seit mindestens anderthalb Stunden ununterbrochen mit Tempomat auf 110, ohne dass ich irgendwie mal abbremsen müsste. Dazu kommt noch, dass hier auf ganz vielen Steigungsstrecken
Spuren extra sind für langsame Fahrzeuge, wo die LKWs dann ausweichen, sodass man dann auf diesen Strecken, auf den Steigungsstrecken, ganz oft drei Spuren hat, sodass ich dann auf der mittleren Spur den LKW prima überholen kann und alles, was dann eben 130 fährt, fährt auf der äußeren Spur an mir dann vorbei. Also das Fahren hier in Frankreich ist sowas von entspannt. Hier kann man jetzt gleich in der Ferne die Vulkankegel der Auvergne oder Auvergne sehen. Interessante Brückenkonstruktionen gibt es hier. Ich hatte von Weitem hatte ich das gesehen. Ich habe gedacht, was sind denn das für zwei Himmelspfeile? Aber das sind zwei Brückenpfeiler gewesen. Guten Morgen. Ich bin hier in Saint-Léon-sur-Lille. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Das ist eigentlich ein reiner Entsorgungsplatz, aber da sind auch, man kann sich auch hier hinstellen neben die Mauer. Und da stand auch schon jemand gestern. Da habe ich mich halt dazu gestellt. Ich zeige euch das mal. So stehe ich hier und hinten hinter diesem goldenen Auto ist die Ver- und Entsorgung, Versorgung, weiß ich nicht. Da ist zwar ein Wasserhahn, aber kein Schraubanschluss, also man müsste da mit einem Wasserdieb dran. Ich weiß auch nicht, da kommt gerade eine Katze. Okay, man müsste dann, ich weiß nicht, ob man da dann genug Wasser rauskriegt, ich brauche aber nichts. Ich müsste nur Müll entleeren, aber der Mülleimer ist total überfüllt. Also insofern hier direkt vor uns, außer den beiden Behindertenparkplätzen, ein Behindertenparkplatz, ist hier direkt so ein, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen will, so ein kleiner, schade, der Brunnen ist jetzt aus, kleiner, wie nennt man sowas hier? Park ist es ja nicht, es sind ja kaum Bäume da. Die Bibliothek ist hier. Das Maison de Association, was immer das auch heißt. Und hier gegenüber ist gleich das Rathaus, die Mairie. Und so sieht es hier aus. Es ist ein ganz, ganz kleiner Ort. Ich muss ja sagen, die Franzosen haben Humor. Einer arbeitet, der eine ruht sich aus und die anderen beiden trinken Wein. Und hier ist so ein alter Peugeot-Transporter, den sie zum Blumenbeet umgebaut haben. Ist ja ganz schön gemacht. Ja, soweit ist das hier. Les Municipaux.
was immer das auch heißt. Und alles ist an der Route National 89. Wie heißt das? 89. So, in der Ferne kann man schon die Pyrenäen sehen. Und kommen denen immer näher. Der Grenzübergang ist ja, ich denke mal, an den Ausläufern der Pyrenäen. Spannende Autobahnen hier. Geteilte Spur. Jetzt kommen sie gerade wieder zusammen. Wir kommen übrigens jetzt gleich nach in die Provinz Kastilien. Und da sind dann auch die hohen Berge. Muss mir das mal auf der Karte angucken nachher. Wir haben heute Sonntag, den 25.10. Ich bin eben losgefahren in Burgos von dem Stellplatz. Den habe ich euch nicht gezeigt, weil das ist einfach ein großer Parkplatz mit ein paar Abstellflächen, die mit Wohnmobilen gekennzeichnet sind, wo man dann übernachten kann. Ja, gegenüber an der Straße ist eine Mülltonne, eine große. Wir haben hier in Spanien anscheinend öffentliche große Müllcontainer, denn an vielen Ecken stehen Müllcontainer oder zum Teil auch mit Mülltrennung. Und da kann anscheinend jeder seinen Hausmüll abladen. Ich weiß nicht, ob die dann keine eigenen Mülltonnen mehr haben in den Häusern. Könnte durchaus sein, dass man die oder dass jeder seinen Hausmüll zu diesen großen Containern bringt. Gut, ich bin dann eben losgefahren, also weiter gibt es da nichts. Ich fahre jetzt hier durch so eine Ebene, also sehr, sehr windig heute und man hat doch ganz schön zu tun, den Wagen in der Spur zu halten, damit man da nicht rausgedrückt wird nach links oder rechts. Das zeige ich mal ganz kurz. So sieht es im Moment hier aus. Ich fahre hier gerade eine große Autobahnkurve durch, aber mal sehen. Eben war auch ein Hinweisschild, Portugal 347 Kilometer. Was mir auch aufgefallen ist, hier scheint es in Spanien viele Autobahnstrecken ohne Maut zu geben. Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange gefahren, ohne eine Mautstation zu sehen. Es sind auch immer wieder Ausfahrten, an denen auch keine Mautstationen sind. Also, weiß nicht, ob die die zum Teil abgebaut haben oder ob es die nur auf ganz wenigen Strecken gibt. Ja, ganz schön aufpassen hier mit dem Wind.
prima. Jetzt habe ich gerade wegen der Meldung AdBlue nachtanken. An der Tankstelle hier an der Autobahn AdBlue nachgetankt. Da gab es sogar eine Tanksäule. Hier heißt das EcoBlue, stand aber zusätzlich AdBlue noch mit drauf auf der Säule. Und als ich jetzt wieder losfahre, habe ich eine Motorfehlermeldung. Ich möchte meinen Motor bitte kontrollieren lassen. Ich habe mal nachgeschaut. Im Handbuch steht, dass die Abgasregelung nicht richtig funktioniert. Warum habe ich denn dann AdBlue gerade reingezahlt? Also, ich kann da jetzt 400 Kilometer mitfahren. Wenn die Leuchte nicht ausgeht nach 50 Kilometern, muss ich das unbedingt prüfen lassen. Weil nach 400 Kilometern kann ich das Auto nicht mehr anlassen. Mal schauen, ob morgen in, da wo ich hinfahre, jetzt in Portugal, ob da dann ein Citroën-Händler ist, der dann vielleicht mal danach gucken kann. Aber mal erstmal schauen, was nach 50 Kilometern passiert, ob die Leuchte dann immer noch anbleibt oder nicht. Da ist die Leuchte. Genau, die Motorkontrollleuchte. Und beim Anlassen ertönt ein Signal und es kommt im Display die Meldung, bitte Motor kontrollieren lassen. Naja, schauen wir mal. So, jetzt kommen wir zur Grenze. Mal schauen, ob da irgendwelche Kontrollen. Nö, sieht nicht so aus. Wollen wir mal langsam durchfahren hier. Und, nö, kein Mensch. Keine Kontrollen, kein gar nichts. Hurra! Willkommen in Portugal! Guten Morgen hier aus Viseu oder Viseu. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht in Portugal. Ich stehe jetzt hier auf dem zentralen Parkplatz, auf dem auch ein paar Wohnmobilplätze sind mit Ver- und Entsorgung. Wobei Versorgung weiß ich nicht so genau. Ich zeige euch mal, wie ich hier stehe. Hier ist der große Parkplatz und hier sind einige Wohnmobilstellplätze und hier ist dann die Entsorgungsstation, da ist eine Rinne. Dann sind rechts und links zwei Klappen, ich denke mal, da kommt die Chemietoilette rein. Und dann ist hier ein Wasseranschluss. Mit Schraubgewinde, also wo man dann auch seinen Gardena-Anschluss ranmachen kann. Ein Wasseranschluss für Trinkwasser nur zum Draufdrücken. Da kommt dann eine gewisse Menge raus. Mit einem Becken drin, unten. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal. In Viseu habe ich dann mit der Service-Hotline von dem PSA-Konzern, also Citroën, Peugeot etc., die hatten mir versprochen, mich zurückzurufen.
Und es war eigentlich immer davon die Rede, dass ein Techniker geschickt werden soll. Dann beim Rückruf sagte man mir aber, nein, ein Fahrzeug über 3,5 Tonnen dürften Sie nicht abschleppen. Da war vorher nie die Rede von abschleppen. Aber gut. Und dann haben sie mir einen Zitronenhändler in der Nähe, im Ort, genannt, wo ich hinfahren könnte und der sich das Ganze dann anguckt. Ich bin dann am nächsten Morgen zu diesem Zitronenhändler hingefahren. Noch startete das Auto ja. Ich war da zwar inzwischen schon fast 400 Kilometer gefahren, aber das Auto startete noch. Und der Zitronenhändler konnte leider mir nicht helfen, weil er gerade zwei Techniker in Quarantäne hatte. Wegen, ja, ihr wisst schon warum. Und deswegen hat er mir dann einen anderen Zitronenhändler genannt, der weiter im Süden ist, weil ich ihm gesagt hatte, dass ich weiter Richtung Süden fahren wollte. Zudem bin ich dann auch hingefahren auf dem Weg, auf dem weiteren Weg. Der hatte aber auch keine Zeit für mich, da sofort nachzugucken. Und so bin ich dann einfach weitergefahren. Ich hatte auch inzwischen im Internet gelesen, dass jemand schrieb, dass das sehr, sehr lange, also mehrere hundert Kilometer dauern kann, bis diese Meldung und die Motorleuchte ausgehen. Und so habe ich darauf vertraut und bin einfach weitergefahren. Und um dem vorzugreifen, nach über 600 Kilometern sind die beiden Anzeigen ausgegangen und seitdem auch nicht wieder aufgetaucht. Jetzt fahre ich aber dann auch im Video weiter von Viseo weiter Richtung Süden an, lasst euch überraschen, wo ich dann lande. So, auf dem Weg zum Meer, zur Küste, zur Atlantikküste, müssen wir wieder durch ein Gebirge scheinbar voraus. Sieht schon gigantisch aus. Plötzlich hier so ein Gebirge vor einem. Klettern jetzt immer höher. Auf der A25 Richtung Aveiro oder die und dann A1 kann man dann noch nehmen Richtung Porto. Schon interessant, so unbewaldet, nur Felsen und kleine Gewächse. Klettern jetzt hier immer höher am Hang entlang. Und nach rechts ist eine Aussicht ins Tal. Da hinten ist noch ein größeres Gebirge, wie es so aussieht. Ich habe mich vielleicht gerade erschreckt. Ich sehe normalerweise, ich habe die in dem Display von dem Kenwood habe ich ja die Möglichkeit, eine Art Rückspiegelkamera einzusehen oder einzustellen, unabhängig von der Rückfahrkamera. Die Rückspiegelkamera geht ziemlich gerade weg nach hinten. Und da sehe ich normalerweise einen Teil vom Lenker und der Hülle vom Fahrrad. Und das habe ich jetzt eben plötzlich nicht mehr gesehen. Da habe ich mich ganz schön erschreckt. Ich habe gedacht, ich hätte das irgendwo vielleicht verloren. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass diese Rückspiegelkamera unterschiedliche Blickwinkel zum Teil von selber einstellt. Ich habe das schon mal gehabt, dass ich dann plötzlich einen anderen Winkel gehabt habe. Und diesmal war einfach das Fahrrad nicht mehr im Rückspiegelwinkel zu sehen. So, angekommen auf dem Camping- bzw. Caravaning Park Foz do
Arelo heißt das, wenn ich das richtig, ist bestimmt nicht richtig ausgesprochen, denn Portugiesisch wird ganz anders ausgesprochen, als geschrieben wird. Gut, und ich zeige euch mal den ersten Eindruck. Es ist an einer Lagune, die so vom Atlantik aus abgeht. So, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Soweit meine nächsten Etappen nach Portugal. Im nächsten Video geht es dann weiter. Und lasst euch überraschen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Würde ich mich drüber freuen. Ein Kommentar ist auch immer ganz sinnvoll oder ganz hilfreich. Was ich vielleicht besser machen kann oder was euch besonders gefallen hat. Dann, wenn noch nicht passiert, abonniert meinen Kanal. Ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Captain Blaubeer und Thomas vom Falter Vanlife Team. Tschö.